The sound of their drums echoes through the small town in West Germany. For particularly radical German neo-Nazis, this annual march isn't one to be missed. I'm here with Felix. A few years ago, he'd have been walking in step with the Nazis. But since he left the scene, he comes to demonstrations like these here in Remagen to document right-wing activity. So nah kommt man natürlich sonst nicht an Trommeln und so weiter ran. Felix, geht auf dich, kannst du noch mal anschauen drauf? Jo, aber geht auch ohne anfassen, oder? Ja. Danke. Wir haben uns aber nicht die Hand gegeben. Was hat er gesagt? Ich habe mich halt rausgeschoben und gesagt, es war außerhalb der Veranstaltung. Es gilt auch für dich, Felix. Ja, man will mir halt schon signalisieren, dass man mich kennt, aber ich weiß es ja. Nazis call this the funeral march. It's an opportunity to display their version of history. Was macht das mit dir, wenn du die jetzt siehst in Aktion und wenn du daran denkst, dass du selber da mal irgendwie gelaufen bist? Daran denke ich während ich Fotos mache relativ wenig tatsächlich, aber es schockiert mich. Es schockiert mich, also weil ich einfach die Ideologie, die hier dahinter steckt, für dermaßen gefährlich halte. Und wenn ich dann daran denke, dass das mal mein Leben war, das trifft schon nach wie vor. Also schäme mich auch vor Kollegen, die jetzt hier auch mit der Kamera rumlaufen, die ja schon seit Jahren machen, die mich unter Umständen früher auch auf der anderen Seite fotografiert haben. Felix managed to get out of the Nazi scene 5 years ago. Now he helps others to do the same with an organization called Exit. Du bist ja ein richtig peinlicher Superstar. Das sagt der Mensch mit so einem Bart zu mir. Ja, aber um mich rennt nicht so eine Arschmatte herum und filmt. Geil. Und mich erkennen die meisten schon, es spricht sich dann auch schnell rum. Klar, einerseits da als Verräter natürlich, bin ich bei manchen noch bekannt und eben auch über die Öffentlichkeit, die ich da, also ich mache relativ öffentlich meine Arbeit und klar sehen die dann mein Gesicht auch hin und wieder, stolpern drüber, ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, aber ja, die Stimmung ist schon teilweise recht angespannt. Und gut, jetzt klipsen sie uns zu dritt hier ab und ja, sollen sie machen. Wenn wir jetzt, sollte ich mich eher nicht so rumstellen, dass die uns jetzt sehen, oder meinst du, können? Wenn du dich jetzt umdrehst, wahrscheinlich morgen auf irgendwelchen Nazi-Seiten zu sehen. Aber es ist halt eine Form der Einschüchterung, die sie eben gerne nutzen. Bei mir wirkt das überhaupt nicht, weil ich das früher selbst gemacht habe, weiß, was da dahinter steckt. There are more than 120 Nazis, but 700 police and almost 1,000 counter-demonstrators. The Nazis almost seem peaceful by comparison, which is exactly what they want. Diese Leute hier sehen sich alle als Verfolgte, als Unterdrückte, als Menschen, die sich verteidigen müssen. Jeder von denen. Die fühlen das auch selbst so. Und aber aus dieser Verteidigung heraus kommt die Gewalt und kommt die Aggression, kommt die Militanz. Und die Ideologie umfasst ja viel mehr als nur irgendwie zu sagen, wir sind hier eine Minderheit oder so, sondern geht sehr tief in alle möglichen Lebensbereiche. The police pick neo-Nazis out of the crowd. Some that were already on their radar and others that fell out of line. They suspect some of them have guns. The whole thing is unnerving. In the middle of the day, right in the middle of Germany, a bunch of Nazis are mourning the demise of National Socialism. For a long time, his origins, his Germanness, were very important to Felix. As a neo-Nazi, the most critical things in his life were extreme patriotism and a clear idea of who the enemy is. He first came across the ideology at 14. He grew up in a village near Munich and started listening to racist music with the local boys. Driven by dissatisfaction, anger and teenage rebellion, he delved deeper and deeper into the ideology. At 15 or 16, Felix became politically active in the right-wing scene. Es war schon so, dass ich mich wirklich mit Bauernfängerei da ködern habe lassen, aber sowas von bereitwillig. Ich wollte dorthin. Also ich habe alles aufgenommen, was mir dort erzählt wurde, war einfach die Wahrheit. Also das eigene Denken hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Felix became a well-known songwriter in his circle, spreading Nazi propaganda. It's hard to imagine he wrote the lyrics that feature on an album he released just before leaving the scene.
Dass ich dort Musik dann gemacht habe, das hat den Ausstieg erheblich verzögert, weil ich dadurch eine ganz andere Position hatte. Es waren ganz andere Leute dann auf mich aufmerksam. Ich hatte eine riesengroße Form der Bestätigung, die ich so auch gar nicht gehabt hätte. Das ist jetzt der Song. Die Botschaft davon war jedenfalls klar. Einer von uns wurde durch einen von denen getötet. Und da sind wir schon in dieser Bandenkriegsmentalität, die diese Szene durchaus versucht zu erreichen. Wir Deutsche gegen die Ausländer. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Und du hast quasi mit deinen Songs dazu ja noch mehr beigetragen. Just mit diesem Song habe ich das praktisch das nochmal in Worte gepackt, was sonst automatisch passiert dadurch, dass man sagt, hier, der wurde von Ausländern umgebracht. Das habe ich da und auch ziemlich dramatisch. Sehr traurigen Stimmung, alles in Moll. Ich habe schon aufgehetzt, so war es nicht. Um 2 Uhr morgens kam die Nachricht bei uns an. So oft haben sie gedroht, jetzt haben sie es wirklich getan. Und jetzt liegt's an uns, die Leben. Es darf niemals mehr passieren, dass sie uns auf unseren Straßen massakrieren. Es darf nie mehr passieren, dass sie uns auf unseren Straßen massakrieren. Das ist die Botschaft, Kameraden, wehrt euch gegen die Ausländer. Ja, lieber heute als morgen, weil die bringen uns sonst alle um. Also das heißt, selbst zu einer weniger radikalen Phase von mir habe ich derart radikale Texte geschrieben. Und natürlich auch diesen Tod des jungen Menschen absolut missbraucht. Das habe ich damals natürlich nicht wahrhaben wollen und auch nicht so gesehen. Aber wenn man es so sieht, klar. Was bereust du am meisten? Das ist so ein Riesenberg. Also ich bereue diesen gesamten Berg. Diese einzelnen Taten, da ist es ehrlich gesagt keine, für die ich mich, glaube ich, mehr schäme als für die anderen. Also aus der heutigen Perspektive sind es dann persönliche Sachen meistens, wenn ich Leute wirklich persönlich dann angegangen habe, um sie einzuschüchtern. Das ist eine Sache, die ich natürlich heute auch sehr gut nachfühlen kann, wie das dann ist, die mir dann heute vielleicht unangenehmer ist als andere Sachen, wo dann Sachen zu schade kamen oder so. Felix more or less chose his path into the right-wing scene, but his wife Heidi was essentially conditioned to be a Nazi. Even as a child, her parents sent her to summer camps run by a Nazi youth organization that has now been banned. Also dieses, wie man da erzogen wird, das ist ja also wirklich wirklich der Nationalsozialismus in der Reinform. Das ist für mich auch das, was irgendwie meine Kindheit so geprägt hat und meine Vorstellung davon, dass es irgendwie normal ist, irgendwie auf Deutschland stolz zu sein und dass es irgendwie eine besondere Rolle hat und dass man, also das wurde schon so geprägt, dass man da stolz auf seine Wurzeln sein kann und was wir alles geleistet haben und was wir für ein tolles Volk sind und was für tolle Menschen wir hervorgebracht haben. So Zweifel und so, also das hatte ich immer wieder mal. Und dann war ich 2009 schwanger und das war dann für mich so der Grund, also wirklich zu sagen, hey, so möchte ich nicht, dass mein Kind irgendwie aufwächst. Also ich möchte nicht, dass mein Kind in dieser Ideologie groß wird und dass es das Gleiche erleben muss, was ich erlebt habe. Und das war dann wirklich der Grund zu sagen, und jetzt raus hier. She had a miscarriage, which threw both her and Felix back into the Nazi scene. It wasn't until 2 years later that they managed to sever all ties. Was Deutschland für mich heute ist, ja, weiß ich nicht. Ich definiere mich nicht darüber, dass ich Deutsch bin oder sonst irgendwas. Das spielt für mich so keine Rolle mehr. Last year they got married, 10 years after meeting at a Nazi event. As a former Nazi, he regularly speaks at schools, especially in places that are considered right-wing strongholds, like here in Chemnitz, in the east of Germany. He tells the students how quickly and easily he became a Nazi and how difficult it was to leave the scene. His message is important, particularly now as Islamist terrorist attacks and a huge flow of migrants into Europe are increasing the popularity of xenophobic right-wing parties. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du an sich so ein Problem hattest mit Leuten, die dir was sagen, so Lehrer, Eltern etc. Und hast aber dann auch gesagt, dass, sag ich mal, diese Kameradschaft auch eine strenge Regelung hat. Hast du dich trotzdem nur drinnen familiär aufgehoben gefühlt oder verstanden gefühlt oder mehr verstanden gefühlt, als deine Eltern oder andere Leute dich in dem Moment verstanden haben? Ja, leider ja. Man fühlt sich dort, ich habe ja die einen Autoritäten abgelegt, Lehrer und so weiter, wie du gerade schon gesagt hattest.
und mir dort dann andere gesucht. So eine Autorität in Nazi-Kreisen ist natürlich stärker als, ist klar, da gibt's nicht, kann man die Führungsperson nicht kritisieren. Aber man fühlt sich dort freier erstmal, weil man hat sich diese Autoritäten selbst ausgesucht. Das ist ein ziemlich verwirrter Denkprozess, der da stattgefunden hat. Aber es ist wirklich so, also der Polizist, den lehnt man ab. Natürlich muss man dem seine Regeln trotzdem irgendwie befolgen. Aber der Kameradschaftsführer, den hat man sich selber ausgesucht, deswegen ordnet man sich dann erstmal gerne dort ein. Wenn es wie Lanzer zum Beispiel. Aber ich schau mal. Some weeks Felix visits several schools in a row. It's not always easy for him to have pupils question his past, but he says it's the only way to get them to understand the dangers of a right-wing scene. Hätte es dir damals als Neonazi, der vielleicht dann noch zur Schule ging, irgendwie geholfen, wenn da ein Aussteiger stehen würde, so wie du heute, und den erzählt hier, so lief das ab? Wegen einem Vortrag an der Schule wird keiner sein komplettes Weltbild über Bord werfen. Also man kann Nadelstiche setzen und in Schulen zum Beispiel, wenn sich da jetzt einer in einem rechten Clique organisiert, da ist das Umfeld dann immer so zwiegespalten. Finden wir das jetzt interessant, spannend oder finden wir das schlecht? Und da ist es nicht schlecht und da gibt es oft praktische Erfolge, wenn dann einer reinkommt und sagt, so Leute, passt auf, ich habe die Welt mal so und so gesehen, aber manche Sachen sind anders. Also mein erstes Anliegen daran ist eben auch, dass die Schülerinnen und Schüler die Anliegen, die Inhalte der Neonazi-Szene nicht zuerst von Neonazis hören, sondern von Leuten, die das auch einzuordnen wissen. This situation is hardly calm. For well over a year now, thousands of people across Germany have been turning out to weekly right-wing populist demonstrations. Es ist auf eine ganz andere Art beängstigend als so ein klassischer Nazi-Aufmarsch. Also es ist eine riesengroße Masse an Leuten. Es vermischt sich hier sehr viel und es stehen hier die Leute da unter den Leuten, unter den anderen Demonstranten, die ganz klar Neonazis sind. Das heißt, es ist hier, man ist hier schon gemeinsam erstmal da und tretet hier gemeinsam mit Nazis erstmal für eine gemeinsame Sache ein. Und das macht es natürlich erstmal schon gefährlich. Five 5,000 people have turned out, despite the heavy rain. Das war auch, als ich in dieser Szene noch aktiv war, war ganz klar, dass man am ehesten auf die Leute eingehen wollte, die Angst haben. Weil Leute, Menschen, die Angst haben, die suchen nach jemandem, der sie abholt, mit ihnen durch den Weg durchgeht, ihnen eine Lösung zeigt. Das heißt, dass so viele Teile unserer Bevölkerung jetzt vor ausgerechnet so einem Thema natürlich Angst haben, das ist für die Szene ein Riesenerfolg. Ja. People's fear can quickly turn into aggression, especially towards journalists. Er greift sie ja gar nicht an, er filmt ja nur uns. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn? Für wen filmen Sie denn? So, herzlich willkommen zurück. Ja, das geht mich was an. Das ist meine Freiheit. Das haben Sie nicht, mich zu filmen. Wir haben Sie Verschwinden doch, Sie. Guter Herr, wir haben Sie doch gar nicht Sie. Gefilmt. Wir haben doch nur uns gefilmt. Deswegen ist doch alles gut. Wer sind Sie denn? Wir machen einen Film, aber das betrifft nur uns. Ja, wer denn? Wir dürfen nicht zusehen, wenn sich so große Gruppen unserer Gesellschaft einfach radikalisieren. Da müssen wir rangehen, da müssen wir mit Menschen reden, wir müssen vielleicht das Gesellschaftskonzept, das wir haben, auch nicht immer so arrogant präsentieren von oben herab. Das ist halt so, wir haben hier Multikulti, gibt es nicht zu rütteln, sondern man sieht, okay, es ist eine Sache, bei der man mit den Menschen noch reden muss. Aber eben auch der Pflicht zur Integration nach dem deutschen Grundgesetz. Felix has chosen to speak to people and to dismantle their prejudice. Ultimately, he knows from his own experience how quickly people can respond to simple slogans and fall prey to propaganda.